Gut, Shalom Aleichem, Besha'a Tova und Mutzlachat und Besiyata Dishmaya, mit einer guten Stunde und erfolgreichen Stunde und mit Hashems Hilfe beginnen wir Bezrat Hashem und Bishuato, Masechet Ta'anit in Talmud Bavli, heute Seite 2, Amud Aleph. Jede Seite in der Talmud beginnt mit Seite 2, um zu sagen, man kann nicht mal die erste Seite lernen. Also, man muss immer steigen und steigen. Und Hashem soll uns helfen, dass wir Bezrat Hashem bis Rosh Hashanah, bis neues Jahr, kommende Tovshin Pei Gimel, im Irz Hashem beenden diese Kapitel. Und wir werden versuchen, eine Daf Gemara, eine Blatt Gemara für eine Woche zu lernen. Steht geschrieben, dass am Feiertag Sukkot, Laubhüttenfest, betet man Hashem für Regen. Regen heißt Geshem. Geshem ist eine besondere Sache, insbesondere in Eretz Israel, insbesondere in die Interaktion zwischen Volk Israel und unserem Vater im Himmel. Die Mishnah fragt, ab welchem Tag von Sukkot, von diesem Feiertag, beginnt man zu erwähnen, nicht zu beten, zu bieten, sondern zu erwähnen der Macht von Regen. Wo man sagt beim Gebet, Mashi Voruach Umoirid Hagoshem oder Hageshem, dass Hashem bläst den Wind und nimmt runter den Regen in dem Gebet. In das Amidah-Gebet gibt es zwei Teile. Die erste Bracha, wo dort wird erwähnt die Macht Gottes, Gvurot, Chalkel Chaim Bechesed, und die neunte Bracha, wo man wirklich in Saison von Regen betet, man Hashem für Regen, also die zweite Saison. Rabbi Eliezer sagt, man beginnt Mashi Vuroch Umoirid Hageshem vom ersten Tag Sukkot zu beten. Rabbi Joshua sagt, nein, nicht vom ersten, sondern vom neunten. Also Meinungsverschiedenheit. Sagt Rabbi Joshua zu Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, warum sagst du am ersten Tag und nicht am achten Tag? Wir wissen, dass Regen am Sukkot ist eine Klala, ist ein Fluch, ist keine Segen von Gott. Weil wenn Leute sitzen in die Hütte, in die Sukka und es regnet, ist keine Liebe von Hashem. Also die Gemara erzählt uns, dass wenn ein Mensch isst Krismilch, also Krisbrei, und wenn einer macht Krisbrei und es ist heiß und es ist lecker und es ist süß und kommen rein Tropfen dazu in die Krisbrei, in ein paar Minuten die Krisbrei schmeckt nicht mehr gut. Und der Talmud gibt eine krasse Fabel. Es war einmal ein König, der saß am Tisch und er wollte trinken Wein. Wie hat man getrunken Wein damals? Es war in Becher 2/3 Wein und es ist gekommen ein Diener mit Wasser und er hat gegossen zum König noch ein Drittel Wasser. Das nennt man Yain Masug. Gegossenes Wein. Weil der Wein war damals original, authentisch, schmackhaft, aber es war sehr stark, es war ungenießbar, wenn man trinkt pur Wein. So wie einer, der trinkt heute, was weiß ich, Spirit, Alkohol. Schmeckt nicht, muss man dosieren. Also, der Diener ist gekommen mit so einem Schälchen Wasser, Keton, mit so einem Krug, und er hat gegossen noch Wasser. Sagt Tosfot der Fabel, der Diener kommt zum König
Und der König, anstatt zu genießen, dass er ihm gießt Wasser in den Becher, der nimmt dem Schüssel Wasser und schüttelt es in Sklave ins Gesicht. Wie ist das? Unangenehm. Genau so, wenn wir sitzen in die Sukkah. Wir sind Diener, Sklave Gottes. Wir wollen Hashem dienen. Wir wollen unseren kleinen Beitrag in seine Becher Wein geben. Und wenn er uns am Sukkot Regen lässt, es ist nicht in der richtigen Zeit, also Regen soll kommen in der richtigen Zeit, fragt Rabbi Joshua zu Rabbi Eliezer, wieso sagst du, soll man am Anfang von Sukkot schon beten für Regen? Regen ist normalerweise Segen, aber nicht am Sukkot. Am Sukkot, man will noch diesen 8 Tage mit Hashem weilen, freuen und genießen und nicht sitzen und nass werden. Und denk dran, dass viele Juden sogar schlafen in die Sukkah und essen in die Sukkah. Und wenn es regnet und kalt und es keine passende Wetter, das Wetter spielt eine große Rolle. Sagt Rabbi Eliezer, ich habe auch nicht gesagt, soll man beten Regen. Ich habe gesagt, soll man Regen erwähnen. Also soll man Regen erwähnen, aber nicht beten, also nicht beginnen. Aber wenn du sagst, deine Meinung stimmt nicht, wenn du sagst zu erwähnen, dann soll man erwähnen das ganze Jahr, auch Sommer, dass Hashem gibt Regen. Wenn du schon erwähnst, bedeutet, du betest schon. Und deshalb sagt Rabbi Eliezer, vielleicht soll man erwähnen ein ganzes Jahr. Und deshalb gibt es große Diskussion zwischen Aschkenaz und Sfarad, ob soll man erwähnen, die sfardische Juden sagen am Sommer, Hashem nimmt runter Tau, und die aschkenasische Juden, die Deutschen, sagen gar nichts. Nur Winter sagen sie, erwähnen sie, dass Hashem gibt Regen. Ein Regel. Man betet Hashem für Regen als Bitte nah zu dem Saison, wo das Regen kommt. Wir werden später in der Gemara sehen, wann ist das. Es gibt in Israel, wenn der letzte Jude kommt vom Pilgern, vom Prat nach, von Jerusalem nach Hause. Und es gibt auch Zeit vom Regen im Ausland. Aber am letzten Tag Sukkot, wenn man betet für Regen, am letzten Tag Sukkot gibt es 2 Gebete, Morgengebet und Zusatzgebet, Schachris und Musaf. Bei Schachris ist noch kein Regen erwähnen, aber bei Musaf, bei dem Zusatzgebet, beim Ende vom Sukkot, wo man sitzt nicht mehr in dem Sukkot, da kann man schon beginnen zu bitten Hashem für Regen. Und beim Pesach, beim ersten Gebet, erwähnt man noch, hört man auch dem Regen zu bitten. Und bei Musa vom Pesach beginnt man schon, um Tau zu beten. Also Winter ist Zeit vom Regen und Sommer ist Zeit vom Tau. Tau ist zuständig für den vegetativen Erfolg von der Sonnenscheinsüßigkeit in die Früchte. Also wir werden bald sehen in die Gemara, dass es reicht nicht, dass die Früchte kriegen gute Regen und Vitamine. Sie müssen auch während die Nächte, wo sie vor dem Reifheit zu der Welt kommen, haben eine besondere Tau. Wenn du siehst manchmal eine schöne Werbung von Pfirsich oder von Trauben oder von Apfel, die Leute, die machen die Werbung, sie machen so ein bisschen Wasser auf dem Frucht, auf dem Apfel, auf die Kirschen, weil es zeigt die Saftigkeit und die Süßigkeit von dem Frucht. Gut. Es ist klar? Gut. Sehr gut. Wenn es klar ist, wunderbar, dann beginnen wir die Gemara. Die Gemara fragt, steht geschrieben in das ersten Mishnah, dass man erwähnt die Gevurot Gshamim in dem Segen auf Triat HaMetim, in die zweite Bracha. Die erste Bracha heißt Avot, über unsere Vorfahren, Avraham, Yitzchak und Jakob. Die zweite Bracha heißt Gevurot, Macht Gottes. Aber wir haben schon gelernt,
in Talmud, in Brachot, in Segensprüche, dass man fügt zu, beim Schabbesausgang betet man Gott für Sechel, für Verstand, können wir das, und bei der neunten Bracha betet man Gott aufs Regen. Und warum bringt man das, warum hat man das gelassen bis jetzt? Aber wir müssen sagen, weil es steht geschrieben in Talmud, in Rosh Hashanah, in das neue Jahr, dass man am Rosh Hashanah betet, mein Gott, für Regen. Und da wird entschieden, wie viel Regen. Wir werden bald sehen, dass Geshem ist Regen, aber Geshem ist auch Gashmiut, Materialismus, Geld, Populismus. Also wenn ein Mensch hat gute Paranose, hat er gute Regen. Das heißt das. Warum heißen sie Gvurot? Warum heißen sie Macht? Gibt verschiedene Gründe. Einmal heißen sie Gvurot, weil sie kommen mit einer bestimmten Masse von Gott. Nicht zu langsam und nicht zu hart. Es muss eine genau, ich bin kein, wir werden sehen später in der Gemara, dass es gibt sehr viele verschiedene Regen. Es gibt nieseldicke Regen und es gibt Fluchregen und es gibt Regen für Segen. Also die Regen für Segen haben eine bestimmte Zeit und Maß. Es ist noch Mittwochabend und Freitagabend, ein gewissen Maß, dass die Leute können am nächsten Tag noch leben und nicht Überschwemmungen haben. Also es ist uns nichts Neues, dass Regen kann die ganze Welt, der Macht Gottes. Also Regen ist nicht nur Natur von meteorologischen Saison, sondern in die Tora. Regen ist eine Interaktion von unserer Benehmung, so wie es steht geschrieben in 5. Buch Mosche. Wenn ihr geht in mein, ihr hört meine Gesetze, ich werde Regen geben in die richtige Zeit, der richtige Regen in die richtige Zeit, der erste und der letzte Regen in die richtige Zeit. Also, aber wenn ihr wollt nicht in Hashems Wege gehen und ihr wollt zornen Hashems Wut, was wird er machen? Die erste Sache, er wird schließen dem Kanal von dem Regen im Himmel. Und deshalb steht geschrieben, dass Hashem Hashems Regen erwecken seine Macht in dieser Welt. Das ist nicht ein zeitliches Ritual. Und die Regen selbst, auch wenn wir das in unsere Augen sieht aus vielleicht, oh Regen, Gott sei Dank, der Bauer wird sagen, nein, die Regen haben nicht genug Tiefkeit reinzukommen in die Erde, um zu befruchten die Früchte. Das ist genauso wie Fruchtbarkeit zwischen Mann und Frau. Manchmal der Mann hat seine männliche Kraft, er kann seine Samen gießen, er kann es alles gut machen, aber die Samen sind nicht gesund, fruchtbar, um zu befruchten die Mutter Erde. Also es ist nicht genug da. Ein Doktor kann sagen, hör mal zu, etwas fehlt, etwas ist nicht genug beschleunigt, etwas ist nicht genug tief. Also, und genauso wie bei Mann und Frau, genauso ist bei den männlich und weiblich, wo die Erde, die Adama, die Erde, die Weiblichkeit, auch in die Sprache von der Tora, Adama ist weiblich, feminin, weil sie bekommt die Hashems Kraft in sich. Und das ist Gvura, das kommt mit Kraft, weil um die Samen zu übergießen, der Mann muss sein geboren. Es gibt Männer, sie haben keine Kraft. Sie haben nicht Gvura, sie müssen nehmen Tabletten. Aber in dem Moment, wo es ist genug Kraft da, reicht nicht der Kraft, es braucht auch bestimmte Qualität von Gvura. So wie es steht geschrieben, dass man lernt in andere Psukim, es hat auch zu tun mit Geburt, wie schon gelernt und erwähnt. Und man lernt das auch in einer Schlussfolge, Analogie von zwei Wörtern. Einmal steht geschrieben, Oisek Dolos Aden Heiker, und einmal steht geschrieben in Ishaya 40, Hashem, der Weltschöpfer, der ist nicht müde, es gibt keine Forschung. Also, und danach steht geschrieben in Tehilim 65, Mechinarim Bekochone Sarbi Gvura Hashem, vorbereitet die Berge, und er weiß ganz genau, wie soll er dem Regen geben, auch auf die Berge. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Tal und geradlinige Erde und Berge.
Für Hashem muss in jedem Ort, seitdem ich bin in Deutschland, es ist mir sehr stark bewusst geworden, dass Regen ist eine lokale Segen. Es ist unglaublich. Manchmal meine Frau ist in die Schule und sie ist in Westend und ich bin in Ostend und ich frage nur, wie geht es dir? Sagt sie, ich bin in Regenpause in die Klasse. Regenpause, hier scheint die Sonne wie Miami Beach. Also, es ist innerhalb 4 Kilometer. Es ist unglaublich. Die sitzen Regen in die Pause in die Klasse und hier ist Sonnenschein ohne Ende. Das heißt, auch diesen lokalen Schlüssel zwischen Berge, weil die Berge, wenn sie bekommen Regen, sie müssen auch ein anderes Maß wie normale Plätze, weil in jedem Berg gibt es bestimmte Lebewesen, die dort lebt. Und von den Bergen kommen auch Wasserflüsse unten. Und wenn die Wasserflüsse sind nicht in dem richtigen Maß von den Bergen kommen runter, dann wird unten sein Balagan und unser Freund Reto wird kriegen die Überschwemmung in der Nähe von seiner Umgebung, weil er wohnt neben dem Wasser, was kommt von dem Regen. Gut, kann man nichts machen. Und ich will keine Überschwemmung, weil ich will dort noch baden. Er hat gesagt, das ist sehr kalt, aber müssen wir warten ein bisschen auf Sommer, um zu baden. Gut. Und warum muss man gerade beim Gebet, beim Tfilah, erwähnen dem Regen? Wo steht das geschrieben? Steht geschrieben in die Torah, im 5. Buch Mosche 11. Ihr sollt Hashem dienen mit eurem ganzen Herzen und sollt ihr ihm lieben und sollt ihr ihm dienen. Was heißt dienen? Wie dient man? Dienen bedeutet Gottes Dienst. Also dienen bedeutet Avodah Shebalev, dass man dient Gott. Von wo lernt man, soll man dienen? Weil es steht geschrieben in 5. Buch Mosche 11, 13, ihr sollt Hashem lieben und ihr sollt ihm dienen. Also lieben ohne dienen ist keine Liebe. Ja, ich liebe dich. Todah Rabba, was bist du bereit für mich zu machen? Gar nichts. Sei gesund, Shabbat Shalom. Also, was heißt ich liebe dich? Ich liebe dich bedeutet, was bist du bereit, mir zu dienen, sagt Hashem. Und gleich danach im Pasuk 14 steht geschrieben, wenn ihr mir liebt, wenn ihr mir dient, dann gebe ich eure Land Regen in der richtigen Zeit, dort wo Menschen sind nicht unterwegs, dort wo es gibt keine Market, dort wo es gibt keine Parade, dort wo die Kinder gehen nicht in die Schule, also es gibt schon bestimmte Zeiten. Wie oft, ich kann dir sagen, wir haben gebetet, fast 2 Jahre in diese Corona-Zeit draußen. Es hat mir noch nie in meinem Leben so interessiert, das Wetter vom Schabbes. Noch nie. Ich war die ganze Woche beschäftigt, jeden Morgen zu gucken, was wird sein das Wetter am Schabbes. Und manchmal, glaub mir, Freitagabend, es hat gedonnert und gegossen und Schabbes früh, die Sonne scheint, als ob Hashem sagt, komm, ihr könnt davnen. Es ist unglaublich, wie viel schöne Schabbatot haben wir gehabt. Deshalb, in dem Moment, wo man hat zu tun mit Gottes Dienst, mit dem Herz, da ist die Zeit zu beten für Regen. Jetzt kommt ein Begriff in Talmud. Dieser Begriff in Talmud heißt apropos. Apropos bedeutet auf Englisch by the way. Also wenn wir haben schon geredet über dieses Thema, by the way, apropos, können wir noch erwähnen, noch ein anderes Thema. Weil wir haben gesprochen über die Macht vom Regen. Über Regen sagt Rabbi Yochanan, 3 Schlüssel sind in die Hände von Hashem, der Heilige, gelobt sei er, Kodesh Baruch Hu. Dass er hat uns nicht gegeben. Er alleine hält die Schlüssel in seiner Hand. Das sind 3 Schlüssel für 3 Tresore in dieser Welt. Schlüssel vom Regen, Schlüssel von Gebärmutter für Kinder und Schlüssel vor heute aufstehen, also fürs Leben. Beweise. Der Talmud ist nicht einverstanden, dass jemand sagt irgendeine Apropos und er bringt nicht Belege, Quittung von Torah, genauso wie die Deutschen wollen die ganze Zeit Quittung. Auch der Talmud will die ganze Zeit Quittung
Wo steht das geschrieben? Also, zeig mir, wie sagen mir die Leute, zeig mir, wo steht das geschrieben? Ich habe bekommen einmal einen Anruf von Bad Homburg. Sie haben erzählt in die Religionsschule, dass alle 12 Kinder von Jakob haben geheiratet mit eigener Schwester. Schrecklich, Inzest, wo steht das geschrieben? Wie sagt, zuerst beruhig dich. Und wenn ich dir zeige, dann bist du ruhig, sagt er auch nicht. Sagt er, siehst du? Also ich zeige dir, wo steht das geschrieben? Steht geschrieben. Aber manchmal auch die Beweise sind unwichtig. Aber der Talmud will jetzt Beweise haben, dass 3 Schlüssel sind in die Hände Gottes. Schlüssel von Regen, woher wissen wir, dass es in Schlüssel heißt? Mafteach. Mafteach, Poteach. Ein Schlüssel schließt auf. Also auf Deutsch ist sehr schön. Als ich kam nach Deutschland, ich habe gesprochen in Jiddisch. Ich habe gesagt, kannst du mir die Synagoge bitte aufmachen? Und danach habe ich gelernt, dass man kann sagen auch aufschließen. Dasselbe Wort. Jetzt, Mafteach kann 2 Sachen machen. Er kann aufmachen, er kann schließen, er kann aufschließen. Und wo steht es geschrieben, dass die Regen schließen ist in die Hände von Gott? Das steht in 5. Buch Mosche, Kapitel 28, 12. Iftach lecha Hashem et ozaro atovet et Hashemayim latet betar arzich obeitoi. Hashem soll dir öffnen, seinen Schatz, seinen guten Schatz, dem Himmel, um dir zu geben, Regen in die richtige Zeit. Lernen wir, dass diese Schlüssel ist in die Hände von Hashem. Steht geschrieben. Die Schlüssel von Gebärfrauen, von Kindern, von Babys, ist in die Hände von Hashem. Wo steht das geschrieben? Steht geschrieben, Vayizkor Elohim et Rachel, dass Hashem hat sich erinnert an Rachel. Und was hat er gemacht, nachdem er hat sie gehört? Hashem, also das ist auch ein Beweis, dass Gebete sind angehört. Vayishma Elea Elohim, und Hashem hat sie gehört. Vayiftach et Rachma, Hashem hat geöffnet ihre Mutterleib. So steht geschrieben in Bereshis 30, 22. Und Schlüssel von aufstehende Teute steht geschrieben in Jeheskel 37, wie ihr datem ki ani Hashem befitri, es kivroisechem u baaloisi eschem kivroisechem imi. Steht geschrieben, ihr sollt wissen, ich bin Hashem, wenn ich öffne dem Grab und ihr kommt alle raus. Also sind drei Schlüssel in die Hände von Gott. Bemarove ist es entweder in West Babylon oder in Eretz Israel, im Land Israel hat man gesagt, auch die Schlüssel von Parnose sind in die Hände von Hashem. Schlüssel von Geld. Manche Leute arbeiten schwer und sie haben Zero. Und manche Leute, das, was sie anfassen, wird Gold. Also sie machen Kleinigkeiten und haben viel Bracha. Weil es steht geschrieben in Tehilim 145, Poiseach es yodecho, masbielechol chayrozoin. Hashem gibt die Schlüssel von Wille, zu einem Mensch zu arbeiten und erfolgreich zu haben. Ein Mensch denkt, es liegt an mir. Ich bin ein Fleißiger. Du, Tembel, wer hat dir gegeben, Lust zu arbeiten? Hashem hat dir gegeben, Lust. Viele Leute haben Talent, aber sie haben keinen Bock, nichts am Hut. Die sitzen auf ihren Stühlen, als ob geklebt, als ob gelähmt. Und manche Leute haben dynamischen Leben. Wer hat sie gegeben, diese Kraft? Hashem. Und ein Beweis, wenn Hashem will nicht, du sitzt zu Hause depressiv, du hast keine Lust, etwas zu machen. Also soll man bedanken Hashem, dass er uns gibt Wille für diese Schlüssel. Also man sieht, dass auch Regen gehört zum Parnassa. Hat man gelernt, in die Mishnah sagt Rabbi Eliezer, vom ersten Tag Feiertag erwähnt man dem Regen. Von wo lernt Rabbi Eliezer diese Sache? Von Lulav, von dem Palmenzweig oder von dem Gießen das Wasser in Sukkot. In Sukkot war das so eine schöne Sache. Jeden Abend hat man getanzt und hat man gebracht Wasser von dem Qual Mayana Shiluach und hat man gegossen auf dem Altar. Und vom Wort hat das gelernt, vom Lulav oder vom Nisuch HaMayim. Lulav ist eine Mitzwe nur am Tag. Nisuch HaMayim ist nur bei Nacht. Oder gibt es noch eine Pasuk bei der Bringung von dem Korbanot am Sukkot? Steht geschrieben, um in Chosom veniskeim. Das heißt, auch dem Korban bringt man am Tag.
aber dem Guss und die Geschenke, die vegetarischen Sachen, können auch bei Nacht gemacht werden. Das heißt, am ganzen Tag hat man gemacht sozusagen die fleischige Opfer und bei Nacht hat man gemacht sozusagen die vegetarischen Opfer. Sagen unsere Weisen, komm und höre. Das, was Rabbi Bauer hat gesagt, dass Rabbi Eliezer lernt von Lulav, vielleicht hat er das gelernt als Tradition oder vom Breiter. Und wie gesagt früher, alles, was man lernt oder man sagt, jeder muss sagen, von wo hat er das gelernt. Manchmal reicht das zu sagen, mein Rebbe hat mir gesagt. Schluss. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen hatte ich irgendeine Schiur über Hillel und irgendein Professor hat geschrieben, dass die Yeshiva von Hillel war in Jerusalem. Ich habe ihm geschrieben, mein lieben Herr, mein Rebbe hat gesagt, dass die Yeshiva von Hillel war in Miron, in Galil. Sagt er, wer ist dein Rebbe? Habe ich gesagt, Lubavitcher Rebbe. Hat er geschrieben zurück, danke dir. Er hat nicht gesagt, ich brauche Beweise. Das heißt, manchmal reicht, wenn du sagst, es ist mir Tradition, so hat mir mein Rebbe gesagt. Es reicht es. Und weil die vier Zweigen, das man bringt an Sukkot, sie kommen zu versöhnen auf dem Wasser. Sie bringen zu bedanken Gott. Die ganzen Zweigen, was man bringt am Sukkot, zeigen Hashem auch auf unsere Dankbarkeit auf die Früchte. Zum Beispiel der Zitrusfrucht, der Etrog, der wächst das ganze Jahr. Der Palmen braucht viele Jahre, um zu wachsen. Die Myrte braucht eine Saison bis der Winter. Und der Bachweide, der hat wirklich nur einen kurzen Lebensregal. Er wächst, ich würde sagen, 5-6 Monate im Jahr und danach fällt er runter. Und auch wenn du schneidest die Bachweide, der hat Leben 3-4 Tage. Also wir haben schon alle Patenten gemacht in eine nasse Tuch, in eine Vase, in alles. Jetzt gibt es aus Israel eine neue Methode, zu nehmen die Bachweiden und es vakuumieren in eine Tüte. Und es hält ein bisschen länger und das kann man auch. Aber normalerweise, Bachweiden ist eine Sache, die soll man in der Nähe haben und dass man kann von eigenen Garten schneiden. Zum Beispiel, Gott sei Dank, bei uns in dem Spielplatz neben dem Altenheim haben wir einen großen Baum von Bachweide. Und wir sind nicht begrenzt, irgendwo zu gehen und zu nehmen. Obwohl, haben wir schon gefunden in Frankfurt, es gibt so Menschen, sie mieten so eine kleine Garten, weil sie leben in, weiß nicht, es gibt das auch bei euch. Also Menschen können mieten so eine kleine Stück Garten und dort, Schrebergarten. Also es gibt Leute, die haben Schrebergarten. Und es gibt Leute, die kaufen die Schrebergarten für ganzes Leben und sie machen dort einen großen Baum vom Bachweide. Sagt Rabbi Joshua, ich habe dir doch gesagt, dass Regen am Feiertag ist ein Fluch, sein Zeichen von kein Segen. Sagt er, ja, ich bin gekommen, nur zu erwähnen. Deshalb, er stoppt nur zu erwähnen. Sagt Rabbi Judah ben Beitera, Rabbi Judah ben Beitera war ein Tana. Der hat nicht gewohnt in Israel, der hat gewohnt in Netzivin. Ich glaube, Netzivin ist irgendwo an die Grenze von Lebanon. Und er hat gesagt, er beginnt nicht am ersten Feiertag zu erwähnen, sondern am zweiten. Rabbi Akiva sagt am sechsten. Aber Rabbi Juda sagt, der Chazan, der Vorbeter, interessant, Vorbeter heißt Schatz. Also unglaublich, wirklich. Manchmal, wenn ich höre, wenn Leute sagen Schatz, ich sage, mein Gott, Schatz bedeutet einen guten Vorbeter. Shaliach Zibur, Schatz sind zwei Wörter, Shaliach Zibur. Der Shaliach Zibur, der Schatz, der betet, er erwähnt das beim ersten Feiertag von Pesach, am ersten Feiertag und am Sukkot am letzten. Aber Trias Amesim, das Aufstehen von Toten, das soll man erwähnen jeden Tag, weil im Prinzip, wenn Moschiach wird kommen, jeden Tag ist koscher, damit soll die Teute aufstehen. Rabbi Judah ben Beitera sagt, warum am zweiten Tag soll man erwähnen, sagt er, es gibt einen Hinweis, dass man gießt dem Wasser von die Tora.
Und wenn jemand guckt in 4. Buch Mose, Kapitel 29, gibt es kleine Unterschiede zwischen Pasuk 19, Pasuk 31 und Pasuk 33. Ich will dich nicht belästigen von dem Wort Venisko und Esachea, Kemishpatam. Also manchmal gibt es Texte in die Tora, sie sehen aus gleich, aber die sind nicht selber. Und warum gibt es den Unterschied? Weil es gibt einen Unterschied zwischen 2. und 6. Und wenn es gibt einen Unterschied, sollte bestimmt irgendein Grund da sein. Gut, Zusammenfassung von das, was wir haben gelernt heute. Wir haben gelernt, dass am Feiertag Sukkot Hashem entscheidet für Regen. Regen heißen Gvurot, Macht. Am 2. Bracha von Shmona Esra, am letzten Tag von Sukkot, beginnt man zu erwähnen, dass Regen ist ein großer Segen. Für Regen muss man beten. Beten bedeutet Avodah Shebalev, das Arbeit mit dem Herz. Es ist sehr schwer zu beten, weil der Mensch sieht nicht immer die Resultat. Und deshalb gibt es sehr oft, Hashem nimmt die Schlüssel weg. Warum nimmt er die Schlüssel weg? Damit soll der Mensch davnen. Es gibt keine Regen, alle beginnen zu beten. Es gibt keine Kinder, Rachel, wie zum Beispiel, die wurde hier erwähnt. Rachel ist hübsch, reich, ihr Mann liebt ihr, sie hat alles. Warum soll sie beten? Warum soll ein Mensch beten, wenn er hat alles über den Kopf? Er ist zufrieden. Eine Löwe brüllt von einem vollen Käfig mit Fleisch, also es geht ihm gut. Aber in dem Moment, wo Hashem schließt ihre Mutterleib, steht geschrieben in Bereshis, Kapitel 30, Vaishma Elea Elokim Vaiftachet Rachma. In dem Moment, wenn hat sie gesehen, dass die Schlüssel von Kindern ist nicht in ihrer Hand, hat sie begonnen zum Davnen. Und genauso ist auch mit Gesundheit, genauso ist auch mit Kindern. Manche Leute schätzen nicht mal, wie gut ist das, dass sie Kinder haben. Heute hat mir meine Neffe, Menachem Raskin aus Larnaca, was ganz Süßes gesagt. Er hat gesagt, Onkel Schleumi, ich muss dir was sagen. Ich war beim Doktor und der Doktor hat mir Fragen gestellt. Hast du mit Blut zu tun? Nein. Zucker? Nein. Medikamenten? Nein. Herz? Nein. Also der hat mir so ungefähr 30 Fragen gestellt und habe ich über alles gesagt, nein. Ich habe nie in meinem Leben bedankt für so viele 30 Sachen, die ich nicht habe. Nie in meinem Leben, ich bin 20 Jahre, ich habe nicht gewusst, dass ich habe auf 30 Sachen zu bedanken. Also wenn ein Mensch macht einen Bluttest und er sieht, wie viele Einzelheiten gibt in seinem Blut und er hat genug Kalzium und Magnesium und alle guten Sachen und Salz und Zucker und Monosodium Glutamat und Bier und Oliven und Erdnüssen und alle guten Sachen, in dem Moment, wo er sieht, alles funktioniert, Baruch Hashem, Yom Yom, Leolam, Amen ve Amen. Hashem soll uns helfen, dass alle vier Schließlach sollen uns immer begleiten. Regen, immer gut und immer in die richtige Zeit. Alle Frauen, alle Männer, die möchten, die brauchen Kinder, sollen schnell wie möglich Kinder bekommen. Moschiach soll kommen und soll alle Teute sollen wieder beleben. Und alle Leute, die sich über Mäßigkeit kämpfen für ihre Parnosse und sehen keinen Segen, Hashem soll denen geben, poquito trabajo und mucho dinero, so wie man sagt. Hashem soll denen geben, wenig Arbeit, aber viel verdienen, damit sollen sie die Zeit nutzen, nicht zu gucken und zu gucken Schmonzes im Internet, sondern sitzen und lernen. Ich kann dir nur sagen, gestern habe ich gemacht so ein kurzes Video neben meiner Bibliothek, wie wichtig ist das, Bücher zu lesen. Und ein Geschäftsmann, der wirklich arbeitet schwer die ganze Woche, hat gesagt, Schlomo, du hast sowas von recht. Wenn ich will ein bisschen wenig arbeiten, ist nur, weil ich will ein bisschen mehr ruhige Kopf haben, zu sitzen und zu lernen. Und ich kenne einen Jid in Jerusalem, der heißt Reb Avrom Yarblum. Der macht Immobilien, aber 4-5 Stunden am Tag. Schluss. Der Rest sitzt er und lernt er. Und er sagt, wenn Hashem will gute Geschäfte machen, er kann auch in 4-5 Stunden geben. Ich kenne Leute, die haben ihre Kiosk auf 24 Stunden und machen keinen Umsatz.
Und ich kenne Leute, die öffnen ihre Kiosk für ein paar Stunden und ist alles wunderbar. Also wenn der Masel kommt, der Masel begegnet dich sehr stark. Schkoyach. Willst du was fragen, was bemerken über den Schiur oder danach? Es ist ganz genau eingeteilt, die vier Schlüssel. Wer, welche Strömung macht jetzt was? Die Lubavitcher, wo gehen die? Oder ist nein, alle beten für alle Schlüssel, komplett. Also diese Schlüssel beten alle. Und man sieht in Tanach sehr oft, dass wenn Hashem hat entschieden, einem Prophet einen Schlüssel in die Hand zu geben, er kann ihm geben nur eine. Also wenn Eliyahu belebt ein Kind, er muss die Schlüssel zurückgeben und dann gibt er Essen, Paranosse, zu die Frau. Wenn Elisha gibt die Frau Essen, er muss die Schlüssel zurückgeben und da belebt er die Kind von die Shunamis. Also immer sieht man, dass ein Schlüssel, auch wenn Hashem hat entschieden, ein Tzadik oder einen Navi zu segnen, jemand, er kann nicht die Schlüssel in die Hand geben. Manchmal Hashem gibt, das ist so wie bei uns im Altenheim, gibt Generalschlüssel. Der Generalschlüssel darf behalten nur der Hausmeister. Nur er. Und wenn jemand muss das haben, er kriegt das für eine Minute. Du kannst gehen und öffnen die Synagoge. Kein Problem, aber gib mir sofort die Schlüssel zurück. Diese Generalschlüssel kannst du nicht behalten. Genauso, Hashem gibt uns sehr viele Schlüssel, sind in unserer Hand. Ja, ein Mensch kann sehr vielfältige Sachen machen. Aber die Generalschlüssel von den Hauptgeneralkanäle von dieser Welt, das ist in die Hände Gottes. Und wenn wir beten zu Hashem richtig, Mikol Alev, vom ganzen Herzen, Hashem hört unser Gebet und entscheidet, ob er uns die Schlüssel öffnet oder nicht. Und in dem Moment, wenn wir richtig beten, Hashem hilft uns, die Schlüssel aufzuschließen. Also und deshalb hat er gegeben, verschiedene Psukim zu zeigen, dass unsere Gebete sind wirksam. Es hat nichts zu tun mit Strömungen. Die einzige Sache, die ich dir sagen kann, dass Regen beginnen alle Strömungen ohne Ausnahme zu erwähnen am letzten Tag Sukkot. Wenn es geht über Tau am Pesach, da gibt es schon Diskussionen, aber das werden wir noch weiter lernen in andere Blätter von der Gemara. Das ist nicht jetzt in diesem Blatt. In diesem Blatt ist nur die Hauptlinie, dass es gibt eine Diskussion zwischen Rabbi Eliezer und Rabbi Joshua, dass am Sukkot soll nicht regnen und auch Regen ist ein Segen, wenn die Zeit ist dafür geeignet, in einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Maß. Und wir werden auch sehen in diesem besonderen Masechet Taanit, dass es war Tzadikim, sie konnten genau beschreiben Gott, welche Regen wollen sie. Also sie konnten genau Hashem definieren, welche Sorte vom Regen sie wünschen sich. Und noch mehr, es war ein Mann, Chonia Meagel, wir werden am Ende von der Masechet, er hat gesagt, Hashem, genug jetzt. Normalerweise kann man Hashem nur bieten um etwas, aber man kann nicht Hashem bieten, die Geschenke zurückzubekommen. Also Hashem ist nicht jetzt Amazon, wo man kann die Sache zurückgeben, wenn es nicht passt. Wenn Hashem hat gegeben ein Geschenk, es kommt bis nach Hause, musst du nehmen mit beiden Händen und sagen, Toda Rabba. Aber wir werden doch sehen, dass es gab Tzadikim, die konnten sogar bei Hashem Lieferschein zurück. Schkoyach.